auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Da, da, da. Der absolute Wahnsinn, oder? Aber Italien zeigt sich heute nicht von seiner besten Seite. Also Mailand, hier regnet es. Leider, ich hoffe, dass die Sonne noch rauskommt. Gucken wir mal, was wir uns so anschauen. Beziehungsweise wir wollten eigentlich hoch auf den Dom und die Aussicht ein bisschen genießen. Aber wir machen jetzt einfach mal das Beste draus und ich nehme euch wieder eine Runde mit. Viel Spaß in Mailand und hier ist der Lessi. Und da sind wir in der Galleria Vittorio Emanuele. So, so edel. Und wusstet ihr, dass diese Galerie vor dem Eiffelturm gebaut wurde? 1867, um genau zu sein. Ja. Und das ist super edel. Schaut mal. So sieht das hier aus. Mega, oder? Und da vorne, da muss man, also da ist ein Stier auf dem Boden. Und da muss man dann so einmal rum mit der Ferse. Nelle palle del toro. Muss man einmal so hoch. Und das soll Glück bringen. Und da ist so viel los. Schaut mal. Da stehen halt voll die Leute, weil die das alle machen wollen. Und meine Mutter hat auch schon gesagt, vai al toro alle palle e fai il giro. Naja, okay. Habe ich nicht gemacht. Ich hoffe, ich habe trotzdem ein bisschen Glück. Also, wir gucken mal weiter, was es hier noch so gibt in Milano. Okay, wir haben den Hunger des Grauens. Und deswegen gibt es jetzt Lasagne und Pizza. Die Lasagne ist jetzt für den Luki. Ah, der junge Mann gibt uns jetzt die Pizza. Jetzt Achtung. Zack, 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 zack. Gut, ne? Hier geht was, würde ich sagen. Also nur damit ihr ungefähr ein Gefühl bekommt, ich sage euch die Preise jetzt einfach mal dazu. Und zwar kostet so ein Stück Pizza 5 Euro, die Lasagne kostet 5 Euro und es geht voll klar. Also ich meine, wir sind in Mailand, ne? Schaut, was hier los ist. Also ja, ich würde sagen, es geht voll klar, jetzt muss es nur noch schmecken. Wir waren jetzt doch hier in der Eisdiele. Da hat der Lessi sein Eis. 4,50 Euro kostet es, ne? Ja. Es geht auch, oder? Ich meine, wir sind in Mailand, Leute. Die Pizza war übrigens total lecker. Klar, 5 Euro ist auch ein Wort für so ein Stück Pizza, aber wir sind satt geworden. Und wie gesagt, wir sind halt in Mailand. Das muss man sich dann halt auch mal gönnen, ne? Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt eingecheckt in unserem Hotel. Wir sind jetzt hierher gefahren. Es sind ungefähr 20 Minuten gewesen von der Innenstadt. Denn in der Innenstadt hat es total geregnet. Es war echt nicht mehr feierlich. Leider, wir hatten noch so viel vor. Aber bei Regen, selbst mit einem Schirm, macht es dann irgendwie überhaupt keinen Spaß. Deshalb sind wir jetzt hier schon mal in unser Hotel gefahren. So sieht es aus. Es ist voll abgespaced. Also es ist richtig cool. Wir haben hier die Dusche. Ja, und da hinten ist dann Toilette und so weiter. Hier haben wir das Waschbecken. Also es ist richtig cool. Wir haben auch noch einen Spa-Bereich. Kann ich euch dann auch noch zeigen. Übrigens auch mein Lessi. Genau, das ist der Lessi. Ich wollte eigentlich noch in das Viertel Navigli fahren. Aber ich muss mal gucken, ob wir das machen. Ey, meine Haare sehen aus, ne, von dem Regen. Hilfe. Egal, mal gucken, was wir noch so machen. Jetzt gucken wir uns erst nochmal den Spa-Bereich an. Und die Männer ruhen sich ein bisschen aus. Und dann gucken wir einfach mal. Ne? Ich wollte auch noch in diesen Park, wo dieses Hochhaus ist. Boschi Verticali heißt es. Und zwar ist es so ein Riesenhochhaus. Da sind ganz viele Bäume und so. Also auf den Terrassen. Irgendwie habe ich es so im Internet gesehen und ich fand es halt super interessant. Aber bei Regen, wie gesagt, macht es halt keinen Spaß. Wir werden dann vielleicht auch mal hochfahren, komplett hoch. Ich glaube, im 25. Stock ist die letzte Etage. Und dann haben wir eine richtig coole Aussicht auf Milano, Mailand. Wollen wir den Betttest machen? Aber das ist ganz schön niedrig, das Bett, ne? Mama, ihr Bett ist ja voll hoch. Oh Gott, jetzt breche ich mir das Kreuz. Okay, auf drei. Betttest. Eins, zwei, drei. Okay, ich habe es nicht übertrieben. Ich kann sowas nicht. Vor allem, wenn das Bett nicht so hoch ist. Ich wollte mir heute das Kreuz nicht brechen. Also gut, meine Lieben. Ich packe jetzt mal die Koffer aus und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Milano, was ist los? Du enttäuscht mich mit dem Wetter. Wir sind doch hier in Italien. Jeder denkt ja, Italien, ne? Gibt es nur schönes Wetter. Aber nein. Heute ist der Beweis dafür, dass es nicht so ist. Ach, hier übrigens. Schau mal. Security Box. Könnt ihr das erkennen? Da steht Security Box. Tada! Und hier haben wir noch eine Minibar. Aber ich habe es gerade schon erzählt. Wir haben ja viel Geld in der Schweiz gelassen.
Ne? Also brauchen wir den Safe nicht. Ihr kennt die Geschichte? Kennst du nicht? Nein, die kennst du nicht? Nicht so wichtig. Da haben uns ein paar Polizisten ein bisschen viel Geld abgenommen. Un po' di monete. Volevano un po' di monete? I poliziotti, va bene. Va bene, Lugano. Hey, das müsst ihr nicht verstehen. Schaut euch gerne mal das Video dazu an. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Also gut, jetzt habe ich aber genug gelabert. Wir gehen jetzt mal weiter gucken, was es hier noch so im Hotel gibt. Und da bin ich nochmal. Also meine Männer wollen jetzt in den Spa-Bereich. Da fahren wir jetzt mal hin. Die Badetaschen habe ich jetzt schon soweit zurecht gemacht. Ja, die hatten wir ja noch von unserem Splash-Spa-Aufenthalt in der Nähe von Lugano. Jetzt gehen wir mal hoch, dann kann ich euch auch mal zeigen, wie es oben aussieht. Jawohl, aber ich brauche noch mein Kärtchen. Das liegt hier. Beziehungsweise da liegt mein Ausweis. Moment, wo habe ich denn das Kärtchen hin? Ach nee, Quatsch, das ist ja hier vorne, logischerweise. Oh Mann, ich bin verwirrt. Also, auf geht's in den Spa-Bereich. Ich hasse Aufzugfahren, ich habe da immer voll die Angst. Also, wir sind doch noch nicht im Spa-Bereich. Wir sind jetzt erstmal komplett hoch. Ja, danke, Jungs, dass ihr mir helft mit der Tasche. Danke. Voll die coole Aussicht. Ah, da drüben sind die Alpen. Oh, schaut mal, wie schön das von hier aus aussieht. Geil. Schade, dass es so schlechtes Wetter ist. Gut, dass wir hochgefahren sind, Lassie. Ja. Es ist voll abgespaced, das Hotel. Und hier geht's in den Spa-Bereich. Go, Luki. Cool, oder? Wie gesagt, es ist voll abgespaced hier. Also es ist jetzt auch nicht riesengroß, ne? Aber ja, zur kurzen Abkühlung ist es, denke ich mal, ganz gut. Und hier ist dann so der Fitnessbereich. Jawohl, so sieht es hier aus. Buongiorno von mir aus Mailand. Wir sind jetzt hier gerade in dem Stadtviertel Navigli. So sieht es aus. Hier sind ganz, ganz viele kleine Straßen, Gassen mit so kleinen Booten. Also da ist halt Wasser natürlich, ne? Und das ist richtig, richtig schön. Ein Muss, wenn man nach Mailand kommt. Sorry, dass ich jetzt gerade so die Hand halte, aber ich muss die Sonne ganz kurz genießen. Gestern hat es ja leider so viel geregnet. Italien hat sich leider nicht von seiner besten Seite gezeigt, was das Wetter betrifft. Schade, schade, es hat so doll geregnet. Wir haben dann natürlich versucht, das Beste draus zu machen, aber ich wollte halt noch ganz viel sehen. Ich wollte hoch auf den Dom mit meinen Männern und ja, von oben einfach mal Mailand betrachten. Ich wollte in die Kirche Santa Maria della Croce. Ich wollte mir das Bild von Leonardo da Vinci anschauen, das Abendmahl. Aber das hat halt alles irgendwie nicht geklappt. Egal, ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben das Beste, wie gesagt, rausgemacht. Und jetzt sind wir hier eben in Navigli. Es ist so, so schön. Und ich würde sagen, wir fahren dann gemeinsam nach Verona. Ich nehme euch dann weiterhin mit. Da ist der Lassie bei mir. Und ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu windig und ihr habt mich gut verstanden. Und jetzt mache ich mal Schluss und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir da noch ein bisschen rumlaufen, würde ich sagen. Und dann in Verona. Okay, weiterhin viel Spaß beim Video. Und jetzt gibt es erstmal einen Arancino. Einen typischen italienischen. Das Reis ist gefüllt mit Reis und Hackfleisch. Es gibt auch noch vegetarisch. Panzerotti sind auch hier. Und ganz viele andere Leckereien. Schaut mal. Oh, lecker. Also wenn man satt werden möchte, wird man definitiv satt. Ganz viele Leckereien. Lass es dir schmecken. Luki. Ich bin schon ganz durcheinander, ey. Hier ist eine Lautstärke, aber das ist so typisch italienisch. Dolcetti italiani. Oh Gott, sieht das lecker aus. Da kann man sich gar nicht entscheiden. Das sieht auch voll lecker aus. Mega. Ich zeige euch, was wir beim Bäcker gekauft haben. Und zwar scheint der total berühmt hier in Mailand zu sein. Den gibt es schon seit über 50 Jahren. Und da. Schaut es nicht lecker aus? Voll lecker. Da hat ein so ein Teil einen Euro gekostet, für alle, die es interessiert. Das lassen wir uns jetzt hier in Navigli schmecken.
Schaut mal, wie schön das hier aussieht. Habe ich euch jetzt schon 10-mal gesagt, ne? Aber es sieht echt so schön aus. Erinnert an Venedig, ne? Und wir lassen es uns jetzt weiterhin schmecken. Wir sind angekommen in Verona. Bei Giulietta und Romeo. Fahren wir jetzt hin zu dem Balkon, den wir jetzt hoffentlich auch finden. Deshalb sind wir ja hergekommen. Oh, aber der erste Eindruck ist schon noch richtig schön. Und es ist gutes Wetter. Ja, es ist gutes Wetter. Beim Links morgen auch schön. Ups. Okay, so ist das, wenn man sich nicht auskennt. Oh, das da vorne sieht auch voll schön aus, lässig. Oh ja. Okay, also bis gleich. Wir suchen ein Parkhaus. Gibt es hier Parkhäuser? Hoffentlich. Mal gucken. Oh, es ist schön. Oh, es ist so schön hier. Ich bin total gespannt auf die Innenstadt. Richtig toll sieht es hier aus. Schaut mal, wie viele Liebesbekundungen hier stehen. Und das ist übrigens so Kunststoff. Ja. Es sind so viele Menschen. Guck mal. Und die wollen alle da hin. Und da ist er, der Balkon. So viele Menschen. Alle wollen mir noch die Brust anfassen. Okay, ich finde es gerade total lustig, weil natürlich alle versuchen, die Brust von der Giulietta anzufassen. Es ist so lustig. Also gestern vom Stier erstmal, ne? In der Galleria Vittorio Emanuele musste man ja dem Stier die Brust anfassen. Und jetzt hier müssen wir der Giulietta die Brust anfassen, damit es Glück bringt. Also ich habe einmal kurz angefasst, aber ich steige da jetzt nicht hoch. Ich weiß nicht, ob meine Jungs mal hoch wollen. Und die Brust ankratzen möchten von der Giulietta, ich weiß. Okay, also weiter geht's. Kurze Stärkung in einem Café. Riecht alles so lecker. Und es gibt schon wieder Erdbeeren mit Schokolade. Diesmal 5 Euro. Und in Milano habe ich 3,50 Euro bezahlt. Da war aber auch keine Schokosauce drin. Okay, schauen wir mal, was hier los ist. Mega voll, oder? Weiter geht's. Oh, es ist so schön hier in Verona. Da würde ich gerne hochgehen. Wenn ich schon nicht in Mailand auf dem Dom war, hätte ich ganz gern die Aussicht von da oben mal genossen, über Verona. Mal schauen, was meine Männer jetzt gleich sprechen, ob die mit mir da hochgehen. Aber schaut mal, wie schön das hier aussieht. Voll toll. So, das Rumlaufen ist mega anstrengend, deshalb essen wir jetzt eine Kleinigkeit und zwar hier. Ich habe gerade Pizza bestellt. Ich freue mich schon. Ich habe nämlich jetzt echt einen riesen Hunger. Und ich würde sagen, ich beende mal an dieser Stelle dieses Video, weil ich euch ja noch mitnehmen möchte nach Verona bzw. Murano. Da wird es dann ein extra Video geben. Und was wir gestern erlebt haben, also in Lugano, habe ich euch auch ein Video dazu gemacht. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Jetzt freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid hier auf unsere kleine Reise. Und hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Und von meiner Seite hier aus Italien noch Buona Pasqua. Heute ist nämlich Ostern. Genau, wir haben es ja Sonntag. Und morgen sind wir dann in Venedig am Ostermontag. Ist es nicht schön? Okay, also ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt habe ich mich eigentlich schon von euch verabschiedet. Ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Verona oder Venedig gesagt habe. Also ich nehme euch dann mit nach Venedig. Ne? Wir fahren dann nach Venedig, weil wir sind hier in Verona. Ich wollte euch noch kurz die Pizza zeigen. Und zwar sieht die so aus. Ich habe jetzt für 2 Pizzen, machst du das noch auf, Luki? Ja. 15 Euro bezahlt. Genau, ich sage die Preise einfach immer dazu, damit ihr euch so ein bisschen eine Vorstellung machen könnt, was das dann eben hier kostet. Okay, und jetzt lassen wir es uns aber wirklich schmecken. Und ich verabschiede mich von euch und hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Mhm.